quer durch die Ehrungen der Kitari. Na dann, kommen wir zum Dungeon. Ihr wärt dem Kaiser wirklich mächtige Verbündete gewesen. Egal, was für Wurzeln ihr eurem Weg ranken, ihr räumt sie aus dem Weg. Vielleicht schafft ihr es tatsächlich durch die Ehrungen der Kitari. Jetzt, da der Magiestrom der großen Pyramide der Uxna wieder fließt, sollten sie euch offen stehen. Und die Musik auch, die ist mega laut. Hast du das Neues über Lichtbringer erfahren? Oh, Alter. Uns blieb nicht viel Zeit für Nachforschungen. Wir haben das Gelände erkundet und nochmal mit Kurille gesprochen. Alles deutet darauf hin, dass der große Singenverteger, den ihre Mutter gesehen hat, der schon hier ist. Es gibt auch keinen Hinweis darauf, dass er die Wasserfälle je aufgegeben hat. Sie sind schwer zu erreichen und genauso schwer wieder unauffällig zu verlassen. Dann ist der Plan der alte. Sobald wir die Ehrungen durchquert haben, stellen wir den Lichtbringer in seinem Lager. Aha. Worauf warten wir denn noch? Betreten wir endlich die Ehrungen der Kitari. Lasst mich noch etwas hinweisen. Die Ehrungen der Kitari sind der älteste und heiligste unserer Tempel. Sie beherbergen schier unermessliches Wissen, ja. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Teil des Wissens mit zurückbringen würdet. Auf eurem Rückweg vielleicht. Selbstverständlich. Ich brenne selbst darauf, mehr über die Blütezeit des großen Ronka-Kaiserreichs zu erfahren. Ich mag die Musik. Und wenn der Kaiser noch leben würde, hätte er sich bestimmt gerne mit euch unterhalten. Allerdings hätte er dann auch seine Wachen zurückrufen können. Das geht da jetzt leider nicht mehr. Also seid vorsichtig darin. Die Ehrungen sind mindestens genauso gefährlich wie die große Pyramide von Uxnor. Wenn nicht sogar gefährlicher. Dies ist eine Art letzter Prüfung für potenzielle Verbündete. Aber ihr werdet es schon schaffen. Ich drücke euch jedenfalls die Daumen. Geht von hier aus nach Nordosten. Den blauen Blumen folgend. Sie werden euch zum Eingang der Ehrungen leiten. Viel Erfolg, Freunde von Ronka. Voll gut, dass wir die komplett angelogen haben, einfach die ganze Zeit über. Wir haben ein Medaillon gefunden. Ja, hier, Freunde. Matuya, am liebsten würde ich dich hier behalten. Aber ich weiß, dass du mit deinen Freunden mitgehen musst. Versprich mir nur eins, dass du wohlbehalten zurückkommst. Die Untertanen danach brauchen dich. Ich brauche dich. Ah, Runa. Danke, Runa. Ich verspreche es dir. Ich werde auch etwas mitbringen. Oder worauf ihr schon lange wartet. Komm, Gebirge, die Ruinen rufen. Yes. Ich bin bereit. Yes. Und die Musik ändert sich. Oh. Da ist einer. The fuck? Was bist du denn? Was ist das denn, ey? Raus hier! Lauf! Geschwind! Fette Qualle, ey. So. Und die Quest. Führen Sie nach da. Nach da, nach da. Und nach da, nach da. Und also nach da. Aber von hier komme ich nicht nach da drüben. Weiter muss ich erstmal fliegen können. Das kann ich ja längst nicht. Doof. Das heißt. Letzte Winde der Quelle ist die Quest. Natürlich. Und dann geht's weiter. Ja, aber wirklich schön. Das ganze Design dieser Zone ist hervorragend. Erdmännchen, ey, warum? So. Junge, dein Mount steht im Weg. Geh mal weg da. Du spürst den Magiestrom durch die Tür fließen. Sie sollte sich ohne Probleme aufdrücken lassen. Wenigstens war der Abstecher in die Pyramide nicht umsonst. Bist du bereit, Gebirges? Sobald wir uns einen Weg durch diese nächste Ruine gebahnt haben, stehen wir vor dem Lichtbringer von Raktika. Viel Zeit zum Verschnaufen werden wir nicht haben.
Ey, wenn, ja, mache ich die Gruppensuche auf. Nicht mich einladen. So. Na dann. Was haben die eigentlich zu sagen, hier mit Philia und so weiter? Die alte Treppe sei mehrere tausend Jahre. Ich glaube nicht, dass ich schon mal in so einem Gebäude war. So viel Aufwand, um das Wissen zu bewahren, damit es folgende Generation nützlich wird. Wirklich erstaunlich. Noch mehr alte Ruinen, angefüllt mit endlosem Wissen. Wir sollten die Stadt an Orianger anleihen, damit wir nicht einfach auf Wanderschaft gehen. Ach, bringen wir es hinter uns. Darauf kann, dass der Lichtbringer an Altersschwäche stirbt, kann man schließlich nicht hoffen. True. Als Sankret und ich mit Kurille gesprochen, konnte sie das Antlitz des Geschöpfes präzise beschreiben. Sie sagt, es habe drei Köpfe und Flügel. Und innen zugleich einem Hund als auch einem Affen. Ziemlich laute Geräusche hier von dem Kollegen. Ein ziemlich fürchterliches Bild, das sie mit ihren Worten zeichnete. Ich bin mir ziemlich sicher, Alfino könnte dem Schrecken mit Papier und Pinsel ebenfalls angefühlt in Gestalt geben. Ich habe dir gar nicht erzählt, wie ich zur Traumaturgie gefunden habe. Nachdem wir getrennt wurden, war ich lange auf mich allein gestellt. So sehr ich auch die Bewohner von Nochan schützen wollte, reichten meine alten Beschwörungen bald nicht mehr. Ich brauchte neue Kräfte, offensivere Kräfte, um mich den Gefahren des Spitzes trotzen zu können. Und ich muss sagen, dass ich mich neu in Haut wohlfühle. Die Schwarzmagie steht mir, findest du nicht auch? Ah, die Erklärung, wann so rumläuft. So, gut. Wollen wir dann? Entdeckt da. Ich denke dran. Dungeon-Inhalten hier. Der Weg zum Versteck des Lichtbringers von Ratika führt die Krieger der Dunkelheit geradewegs durch die Irrung der Kitari, der Ultertempel der vergangenen Ronka-Zivilisation, gespickt mit Fallen und anderen gefährlichen Vorrichtungen, um Eindringlinge zur Umkehr zu bewegen oder gleich einen Kopf kürzer zu machen. Werden die Helden den Tempel der tausendfachen Todes durchqueren und dem großen Wald den Nachthimmel zu bringen? Ja. Auf alle Fälle. Es ist Dungeon Zeit. Und ich werde schön ein Ding jetzt machen. Mach Screenshots. Ui. Ihr braucht mir nicht sagen, was ich mit dem Dungeon machen muss, okay? Das müssen wir machen. Ich will es selber erfahren. Live und ohne Vorwissen. Wenn wir sterben sollten, dann ist es so. So. Hey, ja. All bereit. Rakira Kristallis. Hey, komm, kann man. Träumer. Ah, okay. Es ist nicht einfach nur ein AOE in die Richtung, es ist ein ich aktiviere Status. Leise. Ja, ein bisschen leiser. So, sollte eigentlich gehen. Ist immer noch maßlos laut, aber. Ein bisschen leiser. Sieht ganz schön aus, der Kollege, wa? Mag er nicht mal sterben. Dankeschön.
Einmal bitte alle herkommen. Chaosklinge. Ich mache auch langsam mit den Pullen, weil ich nicht genau weiß, was hierbei rumkommt. Gerade wenn sowas bei rumkommt, so Patz. Unangenehm. Musik ist gut. So, Götterpforte. Frage des Gewissens. Die Frage des Gewissens wird lauten, hey, kannst du alles pullen? Und ob es gut ist, ihn dahin mit zu pullen? Nee, auf keinen Fall. Nie im Leben. Ach, steht er noch. Gut. Der erste bringt das ein bisschen bei, der zweite war ihr schon. Coole Sache. Oh, dann machen wir selben. Den krieg ich auch. Ich beschwere mich nicht, aber komm schon. Ein bisschen Variation, bitte. Da geht doch. So, wie man es sieht. Ganz schön weiter. Trashweg bis zum ersten Boss. Der Zappel. So sieht er irgendwie aus. Ich charter noch einen. Aua. Wow. The fuck? Okay.
Gruselig. Ah. Beginnt bedrohlich zu leuchten. Die Seite, die leuchtet, da sollte man nicht stehen. What? Wie? What? Wieso? I don't get this. Stell nicht auf die Seite, da wo es leuchtet. Verständlich. Da. Das war nämlich Aua. Statue im Tor. Ah, da ist der Scheiß. Ich muss auch lesen. Es macht Sinn. Verstehe nicht, was mit dem Arm zu tun haben soll. Der Arm fängt an zu leuchten. Statue fängt an zu leuchten. Alles fängt an zu leuchten. Hau mal ein Limit auf den. Ah, okay, jetzt. Okay. Jetzt verstehe ich den Scheiß. Stehe nicht vor dem Typen. Zumindest da, wo sein Arm ist. Und stehe nicht im Laser. Das ergibt alles Sinn. Das ergibt doch alles Sinn. Ja, aus der Tiefe des... hallo! Der Mäuse. Die Armattacke ist kompletter Irrsinn. Zusammen mit dem anderen Angriff, der da reinkommt. Da genau zu erahnen, was man machen muss. Boah. Gut. Schöne Seite, sieht aus wie eine Salzsteinruine. Wir müssen die eh weghauen, oder was? Ja. Wie sieht es denn hier aus? Hey, Tränen der Götter. Ach, komm schon.
Nie was für mich dabei. Nee. Base brauchen. Krokodile. Achso, ich mach mal eine Handtasche. Und Stiefel. Nichts anderes. Ausschließlich das. So, einmal. Zweimal. Und sind weg. Die eine. Und meine Punkte. Mäuse. Woo! Ui, die machen Schaden. Oh meine Fresse, Alter. What the fuck? Davon will ich ein Bild haben. Seht das Squatch? Jo. Dann. Man kann nicht an der Seite runterfliegen, so sieht's aus. Der macht wahrscheinlich ganz großen, ekelhaften Schaden oder kommt irgendwas von der Seite. Würde ich ganz klar vermuten. Aber er macht Tech-Damage. Ja. Aua. Unterschall. Okay. Der rastet aber voll aus. Ah, es bleiben Sachen stehen. Die müssen wir wahrscheinlich dann irgendwo umwerfen oder müssen uns verstecken, weil die gleich umgeworfen werden. Ja. Der Maus. Jetzt sind wir voll ausrastet, ey. So, wohin geht der? Nach vorne? Natürlich. Moment mal.
Was ein Mistding. Ah, ich hab den draufgeballert, okay. Schade, dass man die einfach zerquetschen kann damit. Au. Aua. Einfach die eigenen Steine nutzen, um das Ding zu zerstören. Na gut. Bra. Das mit dem Blut ist echt beschissen, ey. Was ist es eigentlich? 406? Oh. Wasserfalle! Yay! Wasserfalle! Oh oh! Hi! Direkt, lass das sein. Das irritiert. Das irritiert. Das irritiert sehr. Ah, hallo Gorillas. Na ihr. Komm gleich runter. Oh, come on. So. Einmal. Dezimieren. Habe ich gesehen. Oh, hi. Da sind Kollegen. Ah, die sind ja mit hier. Charge! So was in die Hose gehen, aber ist mir gerade scheißegal. Oh. Ey, oh, Holmgang. Scheiße.
Ah. Ich glaube, die mögen dich nicht besonders, wa? Ich hätte dich sterben lassen können. Ist aber lustig geworden. Hey, Ring. Meins. Euers. Natürlich hätte ich mich was dann sterben lassen. Aber die haben mich ja auch zweimal draufgehauen, so Typ. Ganz schön heftig. So. Gib mir die Halskette, gib mir die Halskette. Hui. Hui. Ah, das war schön. Das Ding ist ja ekelhaft. Haben wir Screenshots gemacht? Jawohl. So, Echos, hä? Das ist ja gottgeilen Kampfmusik. Yes. Yay! Gier! Meine Bedarf. Ready check. Dann. 2, 2, let's go! Boah, jetzt nehmen wir es auf die Seite. Scheint ein Bus zu sein, der könnte nach hinten irgendwas machen. Ah. Nett. Eros. Klingt nett. Sieh mal wieder hier für hin. Ah. Hier. Oh, der macht das Areal kleiner. Dadurch. Oh. Oh Mann. Ah, man soll das Gift auf keinen Fall berühren. Alles klar. So, richtig, richtig dreckig dann. Komm her, du. Hier. Au! Alter! Bisschen heftig der Schaden. Ha? Glaubensbekenntnis. Das müsst ihr irgendwo machen. Ui. Da ist einer mächtig, aber ganz schön pissig, ey. Himmelsangriff. Auf. Boink. Also scheint mir bis jetzt nicht allzu schwierig zu sein. Klar, Vipern gibt es irgendwo nicht angenehm. Aber er packt alles in die Mitte, das heißt, er muss es irgendwo hinstellen. Sein Einsaugen an der Kante. Einfach durchrennen. Ah. Bin hier. Hä, ausreichend. Au. Bitch.
Mann, hau eh. Das ist Angriff. Renn! Lauf, 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 lauf! Warte die nächste Dingens ab. Einsaugen, scheiße. Na, das kann man jetzt. Wieder hier in der Seite, alles klar. Bogen Atem. Oh, das Gift geht gerade weg. Geh weg, du scheiß Gift. An der Seite stehen. Yay! First try! Einfacher Boss. Sehr einfacher Boss. Der hat so süße Patschepfötchen, ey. Ja, der süße Patschepfötchen. Patsch. Eieiei. Wie der wieder aussieht. GG. Na, was hat er denn gedroppt? Oh, oh. Gar mal so doof aus. Hier. Passen. Na dann. Danke fürs Mitkommen, ihr beiden. Danke fürs Mitkommen. Dann hören wir mal an, was hier noch passiert mit dem Absorbieren und so. Hm. Schluck, schluck, schluck. Schluck, Specht. Um ehrlich zu sein, hätte ich erwartet, dass gerade Emmett dazwischen springt. Hm. Aus irgendeinem Grund. Oh, jetzt ist Nacht. Glaubst du, die Untertanen der Nacht sehen jetzt auch gerade zum Nachthimmel hoch? Ganz bestimmt. Beunruhigt dich sein Zustand noch immer? Ja, man sieht ihm nichts an, aber wer weiß, wie lange noch. Wir müssen mit ihm sprechen.
Sag, Orange, ist der Nachthimmel nicht schön? Unendlich tief scheint die Dunkelheit in sternenklarer Nacht, doch bestückt von unermesslichem Funkeln in weißer, schillernder Pracht. Der Nachthimmel steht im Firmament in unserer alten Welt um nichts in Schönheit nach. Schweigsam und versöhnlich ruht das dunkle Meer des Himmels. Ja, das dunkle Meer des Himmels. Welche Geheimnisse des Lebens die Sterne wohl noch hüten? Zu gerne würde ich sie einmal mit deinen Augen sehen. Packt sie einfach im Arsch. Wir können stolz auf uns sein. Wir haben viel erreicht. Die Malereien hier wurden vor der Ronka-Epoche gefertigt. Wirklich? Woran hast du das denn jetzt erkannt? An dem Farbstoff, mit dem sie gemalt sind. Die meisten Farben sind mineralischen Ursprungs und lassen sich leicht unterscheiden. Almet sagte, dass die Ehrungen der Kitari ein heiliger Ort seien, der das Wissen uralter Zeiten bewahrt. Damit meinte sie sicher auch diese Malereien. Ach, Emmet, da bist du ja. Da läuft man sich die Füße wund und ihr schaut euch die Bilder an. Ich war schon ein ganzes Stück weiter. Ach, was denn, ich erzähl jetzt? Was willst du jetzt schon wieder? Ach, der lästige Wachhund. Es ist noch zu früh. Du musst noch ein paar mehr vernichten, damit ich mir sicher sein kann. Was soll das heißen? Ihr wollt aber auch alles haarklein erklärt bekommen. Ich halte nur mein Versprechen. Ich helfe und beobachte euch. Und da ich das nun getan habe, bin ich auch schon wieder weg. Ich wünsche weiterhin gutes Gelingen. Wieso glaube ich, dass der vorhat, uns explodieren zu lassen und damit die Lichtflut... Das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Auszulösen. Weißt du, was hier gemalt ist? Es gab eine Zeit, da wusste jeder, was hier gemalt ist. Oh. Als der Planet in den Ursprung und seine Splitter zerfiel, wurde auch das Leben in 14 Teile gespalten. In jeder Welt wurde es zu etwas Eigenem, etwas Neuem. Diejenigen, die sich an die alte Welt erinnerten, waren nicht mehr. Nur in ihren Träumen erhaschten die neuen Völker manchmal einen Blick darauf. Ein gemeinsamer Traum von einer unbekannten und doch vertrauten Zeit. Dieses Rätsel überforderte die Sterblichen. Doch was sie sahen, hielten sie in Bildern und Liedern fest. Heute sind diese Zeugnisse sehr, sehr rar geworden. Du weißt gut Bescheid. Kannst du uns auch sagen, was auf den Bildern dargestellt ist? Das hier ist der Planet vor der Zersplitterung. Eine großartige Zeit der Kultur und des Wachstums. Doch die Ordnung geriet aus den Fugen und eine nie dagewesene Katastrophe brachte die blühende Zivilisation an den Rand des Untergangs. Mit seinen Gebeten und Opfern erschuf das Volk eine neue Ordnung. Den Willen des Planeten. Zodiac. Er bezwang die Naturgewalten und beendete das Leid. Okay.
Zodiac, der Gott der Aschens. Die Welt war wieder im Lot. Aber es entbrannte ein Streit über Zodiac und seine ungeheuerliche Macht. Wie immer. Diejenigen, die ihn bannen wollten, schufen zu diesem Zweck seine Unterjocherin, Heidelin. Zodiac und Heidelin kämpften. Am Ende siegte mit Mühe und Not Heidelin. Unter der Wucht ihres letzten gewaltigen Schlages zerbarst die Welt. Zodiac wurde aus dem Gestirn herausgerissen und in Fesseln gelegt. Das ist die vergessene Geschichte der Welt. Entscheidet selbst, ob ihr sie mir glaubt oder nicht. Heidelin hat euch bestimmt ihre eigene Sichtweise aufgetischt. Nehmen wir nur mal an, du sagst die Wahrheit. Dann sind Zodiac und Heidelin ja... Jetzt sag bloß, das merkst du erst jetzt. Richtig. Sie sind keine Götter, die dem Gestirn schon immer innewohnten. Der Wille des Planeten wurde erschaffen. Oder anders gesagt, damit ihr es auch ganz sicher versteht. Sie sind die ältesten, stärksten, je beschworenen Primae. Das fällt mir schwer zu glauben. Woher willst du das alles überhaupt wissen? Das wurde aber auch mal wieder Zeit, dass jemand eine schlaue Frage stellt. Ich weiß es, weil es meine Geschichte ist. Hä? Wie jetzt? Die Aschens sind das Volk, das vor der Zersplitterung lebte. Wir sind die Beschwörer Zodiacs. Ah. Begreift ihr jetzt, warum wir die Splitter wieder mit dem Ursprung vereinen wollen? Wir wollen unsere Welt und unsere Brüder wiederhaben. So, wie sie einmal waren. Würdet ihr das nicht auch? Warte, ein Punkt. Ach komm, Musik ins Maul. Also ich weiß nicht. Generell, die Sache mit einem Aschien trauen ist generell schwierig, ja. Der Typ hier plant was, das ist klar. Der plant was mit dem Spieler. Der plant was mit der tickenden Zeitbombe, die man sich selber so einpflanzt. Mit den ganzen Lichtbringern. Dass er seine eigene Welt zurückhaben will, die vollkommene Welt. Macht Sinn auf die Geschichte und so weiter, wie sie dargestellt wird. Sie kann natürlich auch anders gedeutet werden. Kann natürlich auch gedeutet werden, dass Zodiac die die ganze Welt in Flammen gesetzt hat und dann kam da Heidelin und hat ihn kaputtgeschlagen. Theoretisch hat dann die Welt in Ordnung gebracht. So oder so, uff. Ziemlich großes Uff. Yay, neue Ohrringe. Die durch meine Rüstung klippen. Geil. Nichtsdestotrotz. Gucken wir mal. Wir waren erfolgreich, der Lichtbringer ist besiegt. Aber irgendwie hat mir Emmett mit seinen Ausführungen jegliche Zuversicht genommen. Kann es wirklich sein? Wurden Zodiac und Heidelin die Grundpfeiler unserer Wirklichkeit von den Aschens beschworen? Wer weiß, wer weiß. Raktika Windäther gebündelt. Yes. Nacht über Raktika. Ich muss die Worte des Aschiens erstmal verstehen. Warten wir darauf, bis wir Alfino und Alizée wiedersehen, bevor wir uns weiter darüber unterhalten. Emmett Zech selbst hätte auch noch ein paar Fragen zu stellen.
Hätte ich auch ein paar Mal zu stellen. Bis es soweit ist, haben wir auch noch ein paar dringende, weit weltlichere Aufgaben. Wir müssen den Bewohnern von Raktika erklären, was passiert ist. Und es wäre wohl besser, wenn wir sicher gehen, dass sich keine Soldaten aus Yulma im Wald versteckt halten. Gehen wir also erst nach Fanorf zurück und dann zum Schlangenzweig. Ich kann nicht erwarten, die freudigen Gesichter dort zu sehen. Ja. Na dann, auf geht's! Die letzten Sachen, die wir machen können. Dann raus hier. Moment. Das heißt zum einen... Quest. Nehmen wir direkt alle mit hier. Insel der Garten. Da oben. Oh. Eine erfahrene Jägerin. Ah ja. Gutes Level. Aber du hast keine Chance gegen die Macht. Danke. Meins. Ah, oh, das ist noch ein zweiter. Ah, ihr Lumpen. Fiesling hier. Das reicht. Ach, aber es hat Spaß gemacht, sagt sie. Ja, natürlich. Wenn hier zwei waren und die am Ding jetzt eigentlich zu dritt rumstanden, dann müsste ein Siegel eigentlich rumliegen, einfach nur so, ne? Oder? Mal schauen. Ich hab eine Idee, ich bin sowieso überlevelt wie sonst was. Funktioniert das? Ach so. Wow, es gibt 8000 Routine, echt jetzt? Lustig. Also gar nichts. Machen wir mit dem Krieger hier. Bam! Bringt absolut gar nichts an Erfahrungspunkten. Aber machen wir hier vorne erstmal, hier oben. Schneller. Hallo Siegel. Hallo! Dazu nutzt sie dafür. Oh, sieht ganz schön aus. Hier. Ist nicht zimperlich. Ja. Zimpere niemals. Gut. Und noch der hier unten. Gut. Noch eine. Alter, ihr gibt ja echt nicht auf, ne?
So. Das war die. Dann war nicht mal das letzte Ding hier. So, die Siegel haben wir. Können wir direkt abgeben. Ein Wettstreit unter Freunden. Was ist oben? Ah, schön einfach mal rumfliegen zu können hier. So, ich habe deine Kolleginnen besiegt. Mir war, als hätte ich vorhin neue Kampfgeräusche gehört. Offenbar haben deine Gegnerinnen den Wettstreit sehr genossen. Hast du die Fahnhof-Siegel also erringen können? Ja, 3 Stück. Welch bemerkenswert. Es kommt nicht auch vor, dass wir jemanden treffen, der uns überlegen ist. Ich bin mir sicher, dass sie viel aus der Begegnung gelernt haben. Du siehst aber auch sehr zufrieden aus, oder täusche ich mich? Jedenfalls danke ich dir, dass du uns den Gefallen getan und mitgemacht hast. Hier ein kleines Dankeschön dafür. Nice. Gut. Wie machen wir das? Machen wir jetzt wieder die Nacht über Raktika abschließen. Und anschließend müssen wir eh zurückgehen. Wir müssen ja den anderen Weg zurücklaufen. So. Hallo, da sind wir wieder. Allesamt zusammen. Die Fremde von Ronka sind zurück. Die Freundin von Ronka sind unversehrt, wie ihr hier aussieht. Ja, dank eurer Hilfe haben wir den Lichtbringer gefunden und besiegt. Willkommen war kein Zufall. Ich wollte es mir nicht eingestehen, aber auch ich hatte bereits daran gezweifelt, ob wir den letzten Wunsch des Kaisers erfüllen können. Vor 3000 Jahren bat seine Majestät uns, nahenden Verbündeten zu helfen. 3000 Jahre. 3000 Jahrtausende wartete er darauf. Nun, als ich den Dienst übernahm, war das sein Reich schon lange untergegangen. Nur nach 3 Jahrtausenden drohte auch das gesamte Wissen des Ronka-Kaiserfalls zu verfallen. Ah. Schade, schade. Lasst euch unseren Dank ausdrücken. Nase. Ja, ich kann nicht mehr. Wir haben zu danken. Nur mit eurem Wissen ist es uns gelungen, einen Weg zum Lichtbringer zu finden. Wir haben noch mehr erfahren, Dinge, die uns erschütternden und die wir nun zu verarbeiten haben. Aber das Wissen zu erlangen, auch wenn es einem nicht genehm ist, ist immer ein Gewinn. Wir haben nur unsere Pflicht getan. So ist es. Ich bin mir sicher, unsere Vorfahren, sogar der Kaiser selbst, wären stolz auf das, was ihr als Freunde des Kaiserreichs von Ronka geleistet habt. Prost. Heißt das, wir haben unsere Pflicht erfüllt? Ja. Unsere Unterstützung gegenüber ja, aber die Ruinen müssen weiter behütet werden. Solange wir diesen Wald erleben, dürfen die Geheimnisse nicht in die falschen Hände fallen. Jetzt, da das wunderschöne Dunkel in den Himmel und die Hoffnung in unseren Herzen zurückgekehrt ist, dürfte es uns leichter fallen, als wir es von der Ankunft unserer neuen Freunde noch für möglich hielten. Gut gesprochen, gut tut. Ist Runar nicht mehr hier? Kurz nachdem er in die Ruinen betratet, haben wir ihn nach Schlangenzweig zurückbegleitet. Ich bin mir sicher, dass ihr auch bald aufbrechen möchtet. Geht und kommt bald wieder als Freunde von Ronka und Freunde der Wies. Danke, Almet. Wenn ihr es gestattet, werde ich ebenso mutigen wie schönen Hüterinnen des Waldes noch oft besuchen und die Geschichten über das vergangene Kaiserreich lauschen. Wer ist nicht mit offenen Armen willkommen? Ah. Abschied. Nur wohin gehen wir jetzt genau? Stimmt, nach Kastarium zurück. Beziehungsweise nach, Dingens, Kollegen. Hi, Mädels. War schön bei euch. So. Die Musik. So, bevor wir uns um die Quest kümmern und den Schutz der 2 Sippen, die ja quasi der Abschluss der Zone darstellt, machen wir jetzt hier die Oase der Ruhe. Ach, der Quintwort. Ja. So. Hallo.
Unglaublich schön, oder? Der Regen, der in X-Maya fällt, wird durch den Waldboden gefiltert und kommt hier als reines Quellwasser wieder an die Oberfläche. Schließ die Augen und atme tief durch, das spürst du auch, wie die Kraft des glasklaren Wassers, das uns der Himmel schenkte, deinen Körper durchströmt. Also ich fühle mich hier immer sofort wie neugeboren. Aber erzähl niemanden von diesem Ort, nur ich und meine Schwester kennen ihn. Und du. Also wenn du dich wieder einmal ausgebrannt fühlst, kannst du herkommen und dich Kraft tanken. So, ich muss wieder zurück. Lass dir Zeit und genieß die Ruhe hier. So. Gut. Dann kommen wir hier raus. Dann kommen wir hier. Planschen mit dem Chocobo. Woohoo! Ah. Dann gehen wir die Quest da oben ab. Dann ist das allerletzte, was wir dann noch mit dem Dienst zu tun haben. Boah, 8,5 Stunden Livestream heute. Ey, scheiße. Und kein Ende in Sicht. Das Ende ist bald in Sicht. Und gleich. Ich habe nicht erwartet, dass ich hier in dem Gebiet irgendwo um die 10 Stunden rumgummel. Voll übertrieben. Da bist du ja wieder. Hast du dich gut erholt? Nee, eigentlich nichts Besonderes. Ja, ungemein erfrischend für Geist und Körper. Das freut mich aber. Du hast aber dringend nötig, habe ich recht? Kein Wunder nach all den weiten Wanderungen und Kämpfen. Hier, nimm das als Dank dafür, dass ich dich in mein Geweihnis einweihen durfte. So, jetzt kannst du wieder mit voller Elan deinen Aufgaben widmen. Ich muss auch langsam wieder los. Also dann, und nicht vergessen, keinem von unserem kleinen Oase in der Ruhe erzählen. Oh, gibt einen Tee. Echos. Gut. Unter dem Schutz zweier Sippen stehen wir noch und dann die Nacht über Arktika. Wo sie alle wundern werden, oh, was ist das? Der Himmel ist schwarz. Naja, man sieht nichts groß, aber es ist nicht hell. Kennst du die beiden vielleicht? Dann stell uns bitte noch vor. Ja, ich vorstellen ist nicht nötig. Wie wunderbar, dass wir uns schon treffen. Gerade vorhin hat mir die große Schlange von Ronka in einer Vision eben dies prophezeit. Ich sah, dass die nächste Gefahr von Osten in Ost an die Wand, an den Wald herandrauend, was heranbräut. Ich sah einen von blauen Blumen gesäumten Pfad und inmitten heiliger Hallen eine Steintafel, die von einer verlorenen Vergangenheit zeugt. Und ich sah, wer uns dorthin führen wird. Zwei Wies von einer und derselben Gestalt. Nein, wieso was? Er wollte unbedingt in Richtung Osten in den Wald. Da bin ich mitgekommen. Seit er mit seinen letzten Visionen richtig lag, ist er nicht mehr zu bremsen. Behauptet, dass ihm die Schlange dies und das eingegeben hat. Tja, nach dem Erfolg letztes Mal kann ich es aber leider nicht mehr als leeres Gerede abtun. Anderes wie? Ich weiß zwar nicht, was er damit meint, aber er sagte... Aber sagt dein Freund gerade eben, dass der Wald in Gefahr ist? Jawohl, in Gefahr, in sehr großer Gefahr. Sagt mir, habt ihr im Wald vielleicht die ehrenwerte Gestalt der Wasserschlange von Ronkai blickt? Klein in ihrer Körperlichkeit, doch unendlich groß in ihrer Erhabenheit. Schlange von Ronka? Klein, aber groß? Ich glaube nicht. Aber wenn du Wasserschlangen suchst, die gibt es flussabwärts im Wildgarten in Mirels Sehnsucht zuhauf. Die große Schlange zeigte sich auch mir zum ersten Mal am Ufer eines Gewässers, nämlich in Gestalt des, an den Gestaden des zu Mektar. Da könnte sie diesmal in mir Sehnsucht gewählt haben. Ja. Ich werde mich sofort dorthin begeben. Oh, große Schlange von Ronka, haare meine Ankunft. Hey, warte, allein dorthin zu laufen, viel zu gefährlich. Hallo? Hallo? Und schon wieder bringt ihr alle in Schwierigkeiten. Vielen Dank, werte Wies. Er sucht wohl eine kleine Wasserschlange. Die Schlange mag ihm ja wohlgesonnen sein, aber ich würde nicht so losstürmen, ohne genau zu wissen, wohin.
Wenn Siona dabei ist, wird ihm vermutlich nichts passieren, aber der Wald ist groß. Wer weiß, ob sie ihn so rasch finden wird. Aber vielleicht solltest du auch hinterherlaufen und ihm suchen helfen. Denn sein Freund kann mir in Warnhof. Sein Freund kann mit mir in Warnhof auf seine Rückkehr warten. Okay. Bye, Natsu. Wo ist das Ding? Da oben? Da ist ein Superboss? Niemals ist da oben ein Superboss. Wäre interessant, wenn. Da ich gleich eh wieder hin muss. Geil. Mal gucken, was wir mit der Schlange machen. Na? Da drüben. Ah. Die große Schlange von Ronkan. So. Oh, hier machen wir noch Platz. Zack. Super. Und nun? Welch ein Glück, dass ihr unversehrt seid, große Behüterin. Creep. Und du hast mir ja schon wieder geholfen. Vielen Dank, aber sag mal, dein Freund ist ja völlig vereinnahmt von diesem wurmartigen Geschöpf. Und das soll die große Schlange von Ronka sein? Bitte offenbart uns, welche Gefahr dem Wald diesmal droht. Für ihn besteht offenbar gar kein Zweifel. Aber wir sollten nicht zu lange hier bleiben, sonst fallen uns noch andere wilde Tiere an. Lass uns nach Farnhof zurückkehren und alles mit Lanille besprechen. Okay. Wartet doch, große Behüterin, ihr müsst nicht am Erdboden kriechen, ich werde euch tragen. Oh mein Gott. Der ist ja komplett irre. Der ist komplett Baller in der Birne. Er ist komplett bescheuert. So, wenn wir eh hier oben sind, dann werden wir schauen, ob das Ding auch da ist, was er gesagt hat. Level 80 Superboss. Ah. Da ist auf jeden Fall ein Vieh. Ah. Das Ding heißt nicht Superboss, das Ding heißt Super. Und das ist ein fetter Eulenvogel. Hallo. Wie viel Schaden machst du? 12.000. Ui, du machst gerade schon viel Schaden, weil du schnell angreifst. Na, wirklich. Zumindest kannst du nicht fliegen. Haha. Kriegst mich also niemals lebend. Scheiß Ding. Besucher aus Schlangenzweig. Und Siona und Fina sind bereits mit ihnen auf dem Rückweg hierher. Dann warten wir am besten, bis alle versammelt sind. Gut. Und du bist wohl die große Schlange von Ronka. Creep. Das finde ich alles sehr erstaunlich. Bei uns in Farnhof werden nämlich immer wieder, wenn auch sehr selten, solche geboren, die in den Träumen Weissagungen empfangen. Wir nennen sie Wahrträumer. Du scheinst diese Fähigkeit auch zu besitzen. Ich wusste nicht, dass es auch etwas bei anderen Völkern gibt. Aber das liegt wohl an unserer selbstgewählten Abgeschiedenheit. Jedenfalls dürfen wir sie nicht ignorieren. Dürfen wir nicht ignorieren, dass eine Gefahr für den Wald offenbart wurde. Oh, Wahrträumer. So nennt man also Erwählte wie ich. Oh, Himmel. Ist die Schlange, die ihr meint, etwa die große geflügelte Schlange, die gegen Lotzal der Legende nach kämpfte? Dann wüssten wir, welche Steintafel er in seiner Vision gesehen hat. Zappel. In der großen Pyramide von Uxna wird eine Ronka-Steintafel verwahrt, in die eine alte Überlieferung eingemasselt ist. Vermutlich meint er die.
Vielleicht ist darin eine Botschaft verschlüsselt, die uns vor einer Gefahr für den Wald warnt. Wenn ihr mir die Tafel bringt, kann ich sie für euch entziffern. Ich gehöre nämlich zu denen, die alten Schriftzeichen lesen können. Okay. Aber bei der Expedition müsstest du wahrscheinlich helfen. Das Innere des Tempels war nur für den Kaiser und seine Gäste und engsten Vertrauten zugänglich. Du als ein Verbündeter des Herrschers von Ranka könntest die Steintafel vielleicht bergen. Nochmal da rein in dieses Teufelsholz. Okay. Ein Tempel der Ronka-Zivilisation, ganz wie in meiner Vision. Ich werde mit dir kommen und diese und deine Schritte leiten. Das lässt lieber sein. Bis vor die Tempelmauern können wir dich aber gerne begleiten. Vorausgesetzt, du läufst uns nicht davon. Ich bin gespannt, was die Wahrheit hinter dieser großen Schlange sein soll. Creep. Die Steintafel müsste in der großen Pyramide von Uxa zu finden sein. Ein Wahrträumer aus Schlangenzweig, wer hätte das gedacht? Tja. Sagt doch schon der Name. Es ist mal schöne Musik. Meine Uhr dreht gerade komplett wieder durch. Geil. Man hört zum Glück nicht. Die ist echt ruhig, die Uhr. Wie sie dreht und dreht, komplett am Rad. So, einmal nach oben. Und dann einmal hier. Hallo, Steintafel. Da ganz hinten ist sie. Hallo. Was macht die Steintafel so Geräusche? Die Steintafel macht Geräusche. In die Tafel sind alte Schriftzeichen und das Bild einer Schlange eingraviert. Es könnte sich um die Legende der großen Schlange handeln. Ab eins. Gut, das nächste ist auch hier drin? Oh, Tatsache. In den Tafeln sind alte Schriftzeichen das Bild eines Kurdei eingraviert. Das sieht nicht nach einer Legende der großen Schlange aus. Nimm es trotzdem mit, warum nicht? Ey, Wissen ist Wissen, Wissen ist gut. Was? Ein Welses? Ein Wels? Okay, das brauchen wir wirklich nicht. Ein Wels brauchen wir nicht, nein. Das wäre... Nein. Nein. So, Quintfort. In dieser Steintafel liegt also das vergessene Wissen über die große Schlange verborgen. Lass uns rasch nach Wanluf zurückkehren und die Botschaft entschlüsseln. Wir sind also wirklich mitgekommen, wow. Ich bin mal gespannt, was da drauf steht. Von wegen. Große Gefahr droht sich an. Dieser Wurm, den ihr da habt, der wird alle Bäume verschlingen. Denn er ist eine, keine Ahnung, Termitenraupe. Und er legt seine Eier in Bäume und die fressen sich durch wie sonst was. Konntest du die Steintafel in der Pyramide finden? Ja. Eine massive Tafel, in der die Legende aus dem Ronka-Stein eingemeißelt ist. Yay. Ja, das muss sie sein. Kein Zweifel. Es ist eine Weile her, seit ich diese alten Zeichen zuletzt gesehen habe. Warten wir noch die anderen. Da sage ich drauf, sag dir Bescheid, was draufsteht. Okay, da bin ich mal gespannt. Sag, was draufsteht. Nachdem das Ronka Reich untergegangen war, haben unsere Vorfahren aufgeschrieben, was bis dahin nur mündlich überliefert worden war. Dies ist ein Teil dieser Niederschrift. Die erhabene Schlange ward besiegt von des Kaisers Riesen Lotzartel. Man bannte sie so dann in ein Kristall. In ein köstliches Kleinod ward sie versiegelt. Man bannte sie auch ihren Namen. Doch siehe, es überquellend war ihre Kraft, dass das Volk sich dort um sie scharte in Ehrfurcht. So wacht die erhabene Schlange über den Wald. Wahrlich,
Sie ist des Waldes Auge. Sie ist des Waldes Beschützerin. Man betraute die Wies, über den größten östlichen Tempel zu wachen. Das Heiligtum von Dwattel im Westen aber beantwortet man einer Priesterfamilie, den sie hörte die Stimme der Schlange. In die Weise ward Ratika in... Was? Doch es versank der westliche Tempel im See und die Sippe der Priester ging unter. So begab es sich, dass einst die Wies für das Wohl des Waldes sorgten. Sie waren ihm desto inniger verbunden. Die Beschützerin aber ward sich in großer Trauer und beklagte die verlorene Fürsorge und kroch wie eine Schlange die dicken Zweige entlang. Wie poetisch. Und ihr seid diejenigen, die seit alters her für das Wohl des Waldes sorgen. Wie dankenswert und der Bewunderung. Naja, gut. Linde, der Obhut zweier Sippen? Ja, als ich diese Stelle vor langer Zeit einmal las, habe ich mir nicht viel dabei gedacht. Aber nun? Ich dachte immer nur, dass wir Wies für den Wald zuständig seien, aber wenn es stimmt, was auf dieser Steintafel steht, lag die Hälfte davon früher in den Händen von jemand anderem, dieser Priesterfamilie. Die Blutlinie werden wir wohl nicht zurückverfolgen können, aber dass uns diese Textstelle gerade jetzt wieder in die Hände fällt, wo uns eine Gefahr für den Wald prophezeit wurde, ist vielleicht wirklich eine Botschaft der Behüterin selbst. Ah. Wahrträume aus Schlangenzweig. Diejenigen, die den westlichen Tempel vor Jahrtausenden behüteten, müssen die Wahrheit Tronkas genauso verehrt haben wie du. Du bist ein aufrichtiger Verehrer der Ronka-Kultur. Dir können wir vertrauen. Bitte führe gemeinsam mit uns die Aufgabe jener alten Priesterfamilie fort, um das Vermächtnis des alten Kaiserreichs wieder weiter zu bewahren. Tu es. Aber ja, selbstverständlich ist meine außerordentliche Ehre, den alten Beschützern des Waldes bei ihrer hohen Aufgabe zur Seite zu stehen. Ohoho. Wir wollten ohnehin gerade aufbrechen, um Gleichgesinnte zu suchen. In dir haben wir jemanden gefunden, der noch dazu bereit ist, den Wald nach seinen besten Kräften zu beschützen. Einen besseren Verbündeten kann man sich nicht wünschen. Mir scheint, die Gefahr, von der uns meine Vision warnen wollte, war eher eine schleichende. Der langsame Verlust der beeindruckenden Errungenschaften der Ronka. Um diesen aufzuhalten, wurde ich erwählt, auf das alte Wissen nicht in Vergessenheit und der Wald in Gefahr gerate. Oh Mann. Die legendäre Priesterfamilie, die diese Stimme der Schlange hörte. Bin ich womöglich ein Nachkommen dieser Sippe? Wer weiß. Doch die Schlange, sie ist weg. Wo ist denn die kleine, große Schlange hin? Sie hat ihre Gestalt wieder von unserem Blick verborgen. Diesmal war ihre Präsenz keine Warnbotschaft, sondern ein Mittel, um Freundschaft zu stiften. Ja, oder einfach sitzt sie da rum. Mach schnell, bevor es merkt. Nimm die Schlange mit. Wenn er sie hier sieht, sagt er uns ein Unglück nach dem anderen voraus. Creep. Ja. Sieh mal an. Das gefällt ihr sogar. Keine Sorge. Wenn sie Quintford wirklich Vision eingeben kann, würde sie auch in seiner Tasche austun. Ich kann es kaum glauben, dass wir so treue Freunde des Waldes in nächster Nähe hatten. Ihr seid in Warndorf Wirts jederzeit herzlich willkommen. Auch wir werden Schlangenzweig bald einen Besuch abstatten, um offiziell um gute Nachbarschaft zu bitten. Ah. Nun werden wir in diesem Wald die Gestalt zurückgeben, die der Kaiser von Ronka ihm angedacht hatte. Wir das Volk des großen Waldes Ratika. Praktika, wo alles 20% auf alles gibt, außer auf Tiernahrung. Ja. Jut. Na dann. Hallo, große, kleine Schlange von Ronka. Auf dass du nie aus meiner Tasche kommst. So, ab nach Schlangenzweig. Uiuiui. Das hat gut. Einmal schön den Nacken einrenken.
Gut. Tja, Max steht immer noch hier rum. Der Einsame. Uiuiui. So, Runa, da sind wir wieder. Zeit, Lebewohl zu sagen. Da seid ihr ja. Und alle unversehrt. Geil, wa? Na, was glaubst du denn? Wir haben uns eher um euch Sorgen gemacht. Dafür bestand kein Anlass. Als sie den Nachthimmel sahen, nahmen die Truppen aus Julmer ihre Beine in die Hand und flohen. Ohne ihre Verbündeten und verschreckt vom Wunder des Himmels, verkrochen sich auch die Kinder der ewigen Dunkelheit tief in ihrer Höhle. Vielleicht wird das sanfte Leuchten der Sterne sie mit der Zeit beschwichtigen. Alle haben es gesehen. Das dunkle Meer des Himmels. Der Ort, an den wir alle zurückkehren. Das dunkle Meer umfange dich mit sanfter Ruhe und wärmender Gnade. Es erfülle dich mit den Gebeten derer, die liebend an dich denken. Unsere Gebete wurden erhört, die ganze Zeit über. Als ich das spürte, wurde ich von einem Mut erfüllt, wie ich ihn noch nicht kannte. Es gibt mehr für uns als diese in Trümmern liegende Welt. Seit ich euch das erste Mal sah, hatte ich so ein Gefühl, dass ihr etwas Besonderes seid. Jetzt weiß ich auch warum. Ihr seid alle Krieger der Dunkelheit, nicht wahr? Was? Nein. Ach, Runa, ist das denn wirklich so wichtig? Mit euren Gebeten preist ihr das Leben. Sie enthalten die Hoffnung und die Weisheit derer, die vor euch waren und deren Erbe ihr fortführt. Sie verbinden euch mit euch selbst und mit keinem anderen. Oh, Standbild. Ja, ich weiß. Aber lasst uns doch wenigstens einmal zusammen feiern. Wir werden ein Festessen abhalten und uns ausführlich über alles unterhalten. Runa, es warten noch andere Aufgaben auf Sie. Und ich werde Sie begleiten, so wie es bestimmt ist für die Hexe Matoya. Fang nicht an zu heulen, Mann. Don't do this. Ich verstehe. Aber ich werde niemals vergessen, was ihr für uns getan habt. Das schwöre ich. Bei der Schönheit der Nacht. Artbert! Bester Mann. Triple Triad. Jetzt kann man den Triple Triad spielen. Yay! Voll gut! Geil! Ablenkung muss sein. Yeah! Ich mach dich kaputt! Ach du Scheiße. Mal ist alle offen. Gleich tauschen. What? Reinbetten, dass ich hier oben hinsetze, ne? Mach's mal so. Den hat da? Boah, Alter. Stoller, übertreib mal. Stoller, übertreib mal übertrieben. Erbe.
wie ich Eiszeit verliere. Derbe. Ach, du Heilige. Komm schon, ich will dich besiegen. Das kriegt doch hin. Hakra. Schildkröte. Mach uns mal so. Okay. Dann sichern wir hier unten ab. Okay. Wir machen es so. Geil. GG. Yes. Gut. Die Karte zwar nicht bekommen, aber naja. Es wird schon nicht ihr Stoller sein. Gut zu wissen, dass sie neue Karten haben für die Protagonistin. Eine dringend benötigte Ruhepause. Ja, das machen wir. Als abschließendes für heute. Meine Aufgabe ist hier erledigt. Es ist an der Zeit, dass ich mich euch anschließe und nach Crystarium begleite. Aber vorher möchte ich noch einmal mit dir unter vier Augen sprechen. Willst du bitte in mein Zimmer kommen? Da ist Aruna neidisch, ne? Ich lasse dich nur ungern gehen und sie noch weniger, aber ich verstehe, ich verstehe. Ich werde euch nicht vergessen. Jede Nacht, wenn ich in das dunkle Himmelsmeer sehe, werde ich euch an euch und Matoya denken. Gute Reise, meine Freunde. Möge die Dunkelheit euch beschützen. Mann, der Typ ist gut. Der Typ ist gut. Können wir nicht mitnehmen? Als Kuscheltier oder so? Wir von dem eine Aufsehpuppe haben. Bitte. So, ich stelle. Was hast du denn zu sagen? Danke, dass du gekommen bist. Ich hatte schon eine Weile einen gewissen Verdacht, doch erst nach dem Sieg über den Lichtbringer habe ich Gewissheit. Und ich kann sie nicht länger für mich behalten. Schon als ich das erste Mal in der Gornfeste traf, war deine Äther-Aura anders. Sie bestand fast nur aus Licht, so wie die eines Sündenverträgers. Als ich auf den Raktila-Fällen erlebte, wie das Licht in dich hereinstürmte, sah ich es. Das Licht wurde nicht von deiner Gabe kompensiert. Sie wurde einfach Teil deiner Existenz. Orianger hat es auch bemerkt und sucht nach einer Lösung, aber er weigert sich, mehr darüber zu sagen. Aber eins ist sicher, der Kampf gegen den Lichtbringer schadet dir. Ich weiß nicht, was alles passieren kann, aber ich kann auch nicht ausschließen. Bitte, Gebirges, wenn du irgendwas spürst, lass mich sofort wissen. Ich weiß, dass ich dir vertrauen kann, und nun geh, die anderen warten bereits. Ich habe ein paar Theorien, was passieren kann. Ja. Punkt 1, wir werden als Bombe missbraucht. Und die ganze Splitterwelt hier geht voll den Bach runter und explodiert. Haha, scheiße, Ende. Ja, doof. Also genau das, was passieren soll. Kann passieren, dass man das auch so auslegt, dass es so passieren soll. Aber dass es dann so genutzt wird, dass halt der Spieler überlebt. Das kann ich mir vorstellen. Was aber auch möglich wäre, ist, dass Uriager hat ja einen Ätheriten. Einen Aurasiten. Dass er theoretisch das auch passiert, dass wir explodieren, aber er einfach den kompletten, ja, Lichtäther da rein speist und wir den quasi dann da drin gespeichert haben. Quasi eine tickende Zeitbombe. Oder wir Emmet Seichter einsperren, was auch doof wäre und ihn dadurch töten. Ja, nämlich der Letzte, der da drum steht, ne? Na, stimmt nicht. Nicht der Letzte, der Vorletzte. Der Vorletzte von den Ashians, die noch übrig sind. Oder aber Uriyoji verarscht uns alle wieder einmal, ja, und ist doch einer der Bösen irgendwo. Man weiß es ja nicht. Der Typ ist komisch. Uriyoji ist komisch. Sei mal ehrlich. So, Leute. Ab nach Crystarium. Ruhepause. Bist du schon fertig? Wir haben uns noch mal einen Schlangenzweig umgesehen. Ich denke, sie kommen zurecht. Dank des Gegengifts ist es allen wieder besser. Ja. Und den Untertanen der Nacht haben wir ihren Nachthimmel zurück. Sie könnten nicht glücklicher sein.
Yay. Gut. Ich bin soweit, wir können los. Bist du auch sicher, dass du das willst? Schlangenzweig ist meine Heimat geworden und die Leute hier sind mehr als nur Freunde. Sie sind meine Familie. 2 Jahre habe ich mit den Untertanen Nacht verbracht, ihre Bräuche erlernt und für sie meinen Namen geändert. Ohne Zweifel werde ich noch oft an all das zurückdenken. Oh. Aber jetzt ist Zeit für einen Schritt in eine neue Richtung. Gehen wir nach Kestarium und bringen den Mund der Morgenröte wieder zusammen. Yay! Meine Yes! Ab nach Kestarium! Und dann geht's einmal ins Bett und dann darf man den Kollegen noch zuhören und dann haben wir das Story-Abteil auch durch. Bin gespannt, wie ich schneiden werde. Oder ob ich dann einem Part hochlade auf YouTube. Boah, aber das wäre dann für 9 Stunden echt ein bisschen zu viel des Guten. Das wäre für 9 Stunden aber auch ein bisschen zu viel des Guten. So. Schäfer. So. Stoller. Wo sind die anderen? Müssten der Kristall Xach, Alfino und Alizé nicht auch hier sein? Da seid ihr alle. Ey, Alfino, sind da. Ui. Und der Kristall Xach auch. Super. Alfino, wie lange haben wir uns nicht mehr gesehen? 1 Jahr? Zu lange, Stoller, zu lange. Aber spann uns nicht auf die Folter. Was ist in Raktika geschehen? Dass ihr hier seid, kann nur eins bedeuten. Ja, Langohr. Der Himmel ist Nacht. Er hat den Nichtbringer erwischt, wusste ich doch. Julmor hat seine Soldaten in alle Ecken Norfrans ausgesandt, um die Lichtbringer zu beschützen. Wir fürchteten, dass sie euch in die Quere kommen würden, aber offensichtlich haben sie euch nicht aufhalten können. Apropos Julmor, was ist aus deiner Audienz bei Wolfrey geworden? Ach ja, richtig. In weiser Voraussicht habe ich ein Trugbild geschickt, um mich zu vertreten. Er selbst verfügt übrigens über... Langsam, Kristall Xach. Die Reise ist so weit weg vom Turm, hat dich geschwächt. Du kannst alles später erzählen. Wir sind alle müde von der Reise. Ruhen Sie uns erstmal aus, bevor wir uns austauschen. Ja, schlafen gehen, ins Bett. Ich bin seiner Meinung. Besonders du brauchst Ruhe, um dich zu erholen. Dann ist es entschieden. Erst ein Nickerchen, bevor es weitergeht. Wohin weiter? Nicht nach Julmor. Sondern nach Amareng. Ja. Auf in die Isomorph-Quartiere. Ich bin immer noch on. Hey Robin. Aber nicht mehr lange. Denn wir sind jetzt am Ende der Story des Gebietes angekommen. Was ich heute den ganzen Tag besucht habe. Boah. Willkommen zurück, mein Herr. Habt ihr eine längere Reise unternommen? Ja. Euer Zimmer steht natürlich immer noch zur Verfügung. Ich wünsche angenehm zu ruhen. Gibt Bonus-Törtchen. Das ist das Ende des Kapitels. So ziemlich. Adbert! Ich rufe dich, mein Freund. Komm in mein Zimmer rein. Ach, da ist er schon. Na? Das Licht staut sich in deinem Körper an. Von außen sieht man es dir nicht an. Besser ist, ne? Wir werden schaffen, was wir uns vorgenommen haben. Was so passiert, wenn es zu viel wird? Ich bin erschöpft und brauche Schlaf. Geh raus. Was wird passiert, wenn es zu viel wird? Das ist die große Frage.
Frag doch nicht sowas. In meinem geisterhaften Zustand könnte ich nicht einmal Hilfe holen. Du hast deine Freunde, denen du vertrauen kannst. Sie wissen, wie es um dich steht und werden dir helfen. Übrigens, ich habe darüber nachgedacht, was Emmett Selch sagte. Wenn es stimmt, dass Heidelin aus Gebeten erschaffen wurde, sind dann diejenigen, die mit ihrer Gabe des Lichts gesegnet sind, so etwas wie von Heidelin Besessene? Ach, vergiss es. Darauf weißt du natürlich auch keine Antwort. Und es ist immer noch möglich, dass Emmett Selch sich das alles nur ausgedacht hat, um euch zu verunsichern. Yep. Was richtig und was falsch ist, das lässt sich leicht auf den Kopf stellen. Es gibt Tage, da möchte man seine schönsten Erinnerungen am liebsten aus dem Gedächtnis löschen. Ich hatte schon aufgegeben. Ich war so weit, dass ich mich auf niemandes Seite mehr stellen wollte. Aber als ich die Rührung in den Augen der Leute von Schlangenzweig sah, während sie in den Nachthimmel blickten, ich konnte nicht anders, als mich für sie zu freuen. Ich habe die Abenteuer genossen, den Kampf vom Leben und Tod, die Schätze, aber mindestens genauso mochte ich die Anerkennung, die ich dafür erhielt. Das ist ein guter Typ, ohne Mist. Wenn ich sie erhielt. Daran musste ich gerade denken. Oh. Ich hoffe, wir kriegen den wieder zum Leben gebracht, ey. Es wäre doof, wenn wir hier gehen. Die kaiserliche Hauptstadt Garlemald, Ursprungswelt. Oh, jetzt wird interessant. Kommen wir in der Hauptstadt von Garlemald. Ich meine, vom Galischen Kaiserreich. Oh, schneit, wie schön. Jo. Und? Irgendwelche Neuigkeiten? Die Situation an der Front ist unverändert. Es gibt kleinere Scharmützel, aber weder die Allianz noch Garlemald wagen einen ernsthaften Vorstoß. Immerhin. Trotz ihrer Unterzahl scheint sich die Allianz wacker zu schlagen. Ist aber auch kein Wunder. Schließlich haben sie ein Heer in ihren Reihen, das einen tausendjährigen Krieg überstanden hat. Mag sein, aber ein Krieg, der sich in die Länge zieht, ist für keine Seite von Vorteil. Der Stillstand könnte auch die Ruhe vor dem Sturm sein. Und falls das Kaiserreich auf die Idee kommt, die Sache mit einem Handschlag zu beenden... Kommt die schwarze Rose zum Einsatz. Die Zeit drängt. Wie weit sind wir mit den Vorbereitungen für die Infiltration? Alles läuft nach Plan, aber da ist noch etwas. Eine interessante Information, die uns in die Hände gefallen ist. Wo? Zum Beispiel? Ein Centurio soll vom Schlachtfeld in der Gimlet-Finsternis verschwunden sein. Geflohen? Befallen? Was soll daran so besonders sein? An sich nichts. Nur, dass er vor kurzem hier in der Kaiserstadt gesehen wurde. Oh. Ein einfacher Centurio, der von der Front in die Kaiserstadt abkommandiert wird? Das scheint mir unwahrscheinlich. Ich denke, da sind andere Mächte im Spiel. In der Tat. Das kommt einem doch sehr bekannt vor. Wir gehen davon aus, dass Elidibus sich Zenos Körper übergestreift hat. Auf gleiche Weise könnte ein anderer Aschien Besitz von diesem Centurio ergriffen haben. Oder es wurde eine ganz neue Figur auf das Spielbrett gesetzt, die wir noch nicht kennen. Hm.
Ich habe angeordnet, die Sache weiter im Auge zu behalten. Und wir sollten jetzt auch gehen. Komm. Alles wieder sehr berechenbar. Oh nein. Und mein Vater erst. Ach, für diesen Körper ist er ja ein Wildfremder. Schreiben wir meinen Mangel an Gefühlen für ihn mal dieser Tatsache zu. Nur einer kann mir dabei helfen, dass ich wieder ich selbst werde. Meine liebste Beute. Mein treuer Freund. Alter Zelos, hau bloß ab, ey. Du wetzt bestimmt schon irgendwo deine Krallen. Wenn du dir einen Weg durchs Unterholz bahnst, werde ich deiner Fährte folgen und das Schicksal bei der Gurgel packen. Nein. Weihnachten in Galemalt. Wunderschön da, ne? Wunderschön. Spieglein an der Wand. Was glitzerst du da so? Sunny Schlachtgeräusche sind nicht gut und bedrohlich Musik. Okay, aber das alles und oh Gott, was ist denn das? Sie kommen. Okay, schauen wir uns im nächsten Final Fantasy 14 Stream an. Sie kommen. Ich habe Angst. Wir haben heute eine Menge erreicht. Über 9 Stunden Final Fantasy. Das ist eine Menge Holz. Ein komplettes Gebiet. Eine Menge Holz. Dungeon. Die kompletten Story-Inhalte. Alles. Menge Holz. Im Wald. Bei Praktika gab es auch eine Menge Holz. Aber ich verabschiede mich für den Moment. Ich danke fürs Zuschauen, fürs Dabeisein, fürs Mitmachen im Dungeon und das Ganze drumherum. Ja, sie kommen beim nächsten Mal. Das wird lustig. Ich werde jetzt noch ein bisschen in den Discord reingehen, ein bisschen mit den Jungs quatschen. Und man sieht sich dann morgen bzw. später, heute im Verlauf des Tages irgendwann. Haut's rein, bis dahin und ciao, ciao. Macht euch noch was Schönes abends und so. Bye.